So, Freunde, jetzt bin ich endlich mal wieder dazu gekommen, ein neues Tutorial aufzunehmen. Und jetzt geht's halt los mit unserem kleinen, also wirklich sehr kleinen ersten Spiel. Dafür habe ich mich für so ein, ja, sagen wir mal Standardspielchen entschieden. Und zwar Zahlenraten. Ganz einfach, also das Programm generiert einfach eine zufällige Zahl. Und der Spieler muss die einfach erraten. Und da habe ich mir überlegt, damit er ein bisschen, ups, ah ne, war doch richtig, damit er ein bisschen was zu tun habt, gebe ich euch am Ende dann noch ein paar zusätzliche Aufgaben. Und ja, dann mache ich eine kurze Pause rein und danach präsentiere ich euch dann halt eine mögliche Lösung. Gibt natürlich mehrere Wege, immer irgendwas zu erreichen. Ich zeige euch dann halt, wenn das nicht hinbekommt, wie es funktioniert noch. Aber mit den vorherigen Videos sollte das dann eigentlich machbar sein, wenn ihr die gesehen habt. Auf jeden Fall erstelle ich jetzt erstmal hier eine neue Datei. Fangen wir ganz von vorne an. Und dafür brauchen wir erstmal wieder unseren IO-Stream. Und wir benutzen den Namespace STD. Die Main-Funktion. Und unsere Temp-Variable, die wir dann am Ende wieder als Benutzereingabe benutzen, damit das Fenster nicht sofort geschlossen wird. Und wir geben eine 0 zurück. So, soweit so gut, das solltet ihr alles kennen. Und ja, fangen wir einfach mal an. Wir brauchen dann als erstes Zahl. Mensch. Zahl und eine Zufallszahl. Und die setzen wir auch erstmal auf 0. Also die Number ist dann halt die Zahl, die geraten wird. Die muss ja auch irgendwo zwischengespeichert werden. Und halt die Zufallszahl, die wir jetzt generieren. Und dafür zeige ich euch erstmal die Random-Funktion. Funktion hat man noch nicht gehabt, aber ist ganz einfach. Und ja, fangen wir erstmal an. Ja, da gibt es was Wichtiges zu beachten. Das werdet ihr gleich sehen. Oder habe ich den B vergessen? Na, was schreibe ich denn hier? So, jetzt aber. Ist jetzt eine pseudo-zufällige Zahl, weil wenn wir das Programm jetzt nochmal starten, wir erhalten jetzt immer die 41. Also die Zahl ist schon zufällig, bloß immer gleich bei jedem ausführen quasi. Also die nächste, wenn wir jetzt weitere Zufallszahlen, ich mach's jetzt mal ganz, ganz hässlich. Aber dann wollen wir sehen, kriegen wir unterschiedliche Zufallszahlen auf jeden Fall. Bloß sind diese dann in der Reihenfolge, also hintereinander weg, jedes Mal, wenn wir das Programm starten, immer wieder dieselben. Und deswegen müssen wir dem Compiler einfach einen Wert geben, aus dem er dann die Zufallszahl generiert. Und der Wert sollte natürlich auch immer anders sein bei jedem Start. Und dafür eignet sich eigentlich am besten die momentane Zeit. Weil die Zeit ist nie gleich. Also es wird schon sehr, sehr schwer sein,
dass da irgendwie die gleiche Zahl generiert wird. Aber um die Zeit vom Computer zu bekommen, brauchen wir eine andere Bibliothek, und zwar cTime. Und dann brauchen wir am Anfang einfach nur Astrand unsigned null. Srand, also das S steht für Salt, also Salz. Also wir geben der Funktion halt noch eine Prise Salz dazu, um es mal so ein bisschen bildlich darzustellen, aus der dann halt die Zahl generiert. Wie das genau funktioniert, am besten mal im Internet nachgucken. Wäre jetzt ein bisschen umfangreich. Auf jeden Fall dann unsigned für ohne Vorzeichen, dass halt am Ende keine Minuszahlen rauskommen. Und dann, das brauchen wir bloß einmal machen, am besten gleich am Anfang vom Programm. Also egal, wie oft wir denn die Rand-Funktion benutzen, das hier brauchen wir nur einmal. Danach ist die Zahl dann halt immer anders. Und ja, jetzt starten wir das Ganze nochmal. 4057, 4070. Also wir sehen, da haben wir jetzt jedes Mal eine andere Zahl. So, und jetzt, wo wir das erledigt haben, wir haben jetzt hier unseren Salt, unsere Zufallszahl. Und jetzt lassen wir auch direkt mal raten. Und dafür benutzen wir eine While-Schleife. Also, solange die eingegebene Nummer nicht der Zufallszahl entspricht, soll er nachfragen. Soll er halt am Ende. Ups, das machen wir jetzt mal nicht. Obwohl, das können wir eigentlich mal drin lassen, damit wir dann am Ende sehen, dass wir dann währenddessen sehen, was das überhaupt für eine Zahl sein soll. Und ja, lassen wir den Spieler raten. Wie lautet dein Tipp? Endline. Fertig. Da haben wir. So, mehr brauchst du auch schon gar nicht. Jetzt sehen wir hier die Zufallszahl, die hier generiert, das ist 4374. Jetzt geben wir unsere Zahl ein. Normalerweise wüssten wir die ja nicht. 12 ist es nicht. 5000 ist es auch nicht. Jetzt die entsprechende Zahl eingeben. Beendet das Programm. Da sind wir jetzt quasi ja schon fertig, aber ein bisschen was können wir noch mit reinmachen. Und zwar wollen wir auch die Länge der Zufallszahl ein bisschen begrenzen. Also, dass man sagen kann, okay, die Zahl soll höchstens 100 sein oder 1000. Dann können wir das ganz einfach machen. Da fragen wir als erstes nach. Ja gut, welche soll die höchste Zahl, höchstmögliche Zahl sein? Limit, brauchen wir noch eine neue Int. Okay, dann müssen wir uns diese Funktion hier noch nehmen, weil dann müssen wir natürlich diesen Wert auch verwenden. Ups.
Dann rechnen wir. Achso. Das Prozentzeichen nennt sich hier Modulo und gibt immer den Rest aus. Wie in Mathe. Also der Rest von Random durch Limit plus 1. Plus 1 deshalb, weil der Computer, sage ich mal, ja, immer bei 0 anfängt zu zählen. Und 0 wollen wir halt nicht als mögliche Zufallszahl haben. Und mit dem plus 1 schließen wir einfach aus, dass es eine 0 geben wird als zuratende Zahl. Jetzt starten wir das Ganze nochmal. Die höchstmögliche Zahl soll 1 sein. Und jetzt sehen wir auch schon hier, das ist ja dann immer das Ergebnis, was angezeigt wird schon. Also ist 1. Höher geht's nicht. Starten wir das Ganze nochmal und geben jetzt mal 1000. Dann sehen wir, 995 ist die zu erratende Zahl. Wie man sieht, kommt so lange, bis wir die richtige Zahl raten. Können wir hier noch eine kleine schöne Nachricht einbauen. Herzlichen Glückwunsch, die zu raten Zahl war 1. Das war es ja erstmal schon mal soweit. Und bei dem Rest wollte ich das jetzt so machen, dass ihr jetzt erstmal selbst probiert, das ein bisschen zu erweitern, um halt auch mal ein bisschen was auszuprobieren. Und ja, also da habe ich drei kleine Sachen überlegt, die da auf jeden Fall Sinn machen. Und zwar wäre das zum einen die Anzahl der benötigten Versuche zu zählen und am Ende dann auszugeben, quasi ja, so als Highscore, je weniger Versuche, desto besser. Und dann auch immer anzuzeigen, dass wir dann halt hier nicht immer die Zahl anzeigen müssen, das ist ja ein bisschen doof, anzeigen, ob die zu ratende Zahl, also ob die, ja, zu ratende Zahl, ob die größer oder ob die kleiner ist als das, was der Benutzer eingegeben hat. Sehr einfach. Und dann, wenn man dann immer noch nicht genug hat, kann man auch noch einbauen, dass man am Anfang festlegen kann, wie viele Versuche man maximal haben darf. Und damit mache ich jetzt hier erstmal Päuschen. Und ihr könnt es ja jetzt erstmal ausprobieren. Und gleich geht's doch mal weiter und dann präsentiere ich halt die Lösung. So, jetzt kommen wir auch schon zur Lösung. Die Aufgaben waren die Versuche zu zählen, wie viel der Spieler gebraucht hat, und anzuzeigen, ob die zu erratende Zahl größer oder kleiner war. Und die, ja, als kleinen Bonus quasi noch die maximale Anzahl an Versuchen festzulegen. Fangen wir mit dem einfachsten erstmal an. Und zwar die Versuche zu zählen. Ganz einfach. Fügen wir hier eine weitere Variable hinzu. Die nennen wir Versuche. Und ja, machen wir hier eine kleine Meldung. Ja,
wurde dann halt die Anzahl angezeigt. Und da zählen wir den Versuche schon mal eins hoch, weil das ist ja dann Versuch Nummer 1. Dann wird die Zufallszahl angezeigt und der Tipp, ja, zeige ich mal kurz. So. Also maximal 100. Oh, jetzt habe ich einen Fehler. Unterbrechen. Stopp da oben drücken. Ah, jetzt habe ich nicht geguckt, was das für ein Fehler ist. Achso. Machen wir mal auf 0. 100. So, jetzt haben wir Versuch Nummer 1. Wie lautet dein Tipp? 30. Jetzt haben wir Versuch Nummer 2. Immer noch nicht richtig. Versuch Nummer 3. Super. Haben wir hier gelöst. Und jetzt kommt schon das nächste. Und zwar anzeigen, ob der Tipp größer oder kleiner war. Ja, ganz einfach. Wir müssen gucken, wenn wir jetzt sagen, ob die Zahl größer, also die Number jetzt größer oder kleiner als die Zufallszahl ist, dann zeigt er schon ganz am Anfang an, dass die Zahl größer ist, weil die kann ja nicht 0 sein. Und deswegen, um das ein bisschen schicker zu machen, sagen wir jetzt hier, wenn Versuche größer als 0 ist und die geratene Zahl größer als die Zufallszahl ist, dann sagen wir dem Spieler, die Zahl ist kleiner. Andernfalls, wenn die Versuche größer als 0 sind und die Zahl kleiner ist als die Zufallszahl, dann gehen wir aus, die Zahl ist größer. Irgendwas stimmt, glaube ich, nicht so ganz. Ich weiß nur noch nicht was. Warum zeigt er mir das an? Müsste eigentlich klappen. Ich probiere es einfach mal aus. Na? Fehlendes Semikolon, Vorbezeichner, see out. Hier haben wir eins, da haben wir eins. Das ist in Klammern. Das ist in Klammern. Ja, Fehlersuche. Müssen wir ja auch mal ein bisschen mit einbauen hier. Ein bisschen auf dem Schlauch. Number, random number. Mache ich mal mit geschweiften Klammern. Wobei es. Ah, ja klar. Hier fehlt das if you. Man muss, wenn man eine Bedingung fürs else festlegt, muss man auch ein if schreiben, also else if. Also wenn das nicht zutrifft, aber das, dann passiert das.
Okay, muss man ja auch mal ein bisschen. Aus Fehlern lernt man ja immer. Besonders am Anfang. Versuch Nummer 1. Nummer 70. Da steht, die Zahl ist kleiner. Versuch Nummer 2. 60, die Zahl ist größer. 63. Super. Dann können wir unsere Anzeige hier auch wegmachen. Und dann sieht das ein klein bisschen übersichtlicher aus. 100, Versuch Nummer 1. Und wir sagen 30. Die Zahl ist größer. 50, noch größer. 80. Also ich stehe irgendwo zwischen 80 und 60. Zwischen 60 und 70. Ja, 67. Okay. Und jetzt wollen wir halt noch die Anzahl der Versuche festlegen, die der Spieler maximal haben darf. Das nochmal Max-Versuche ist gleich. Ja, können wir auch leer lassen. Okay. Maximal mögliche Versuche. Max Versuche und da haben wir wieder was vergessen. So, dann müssen wir das hier ein wenig umbauen. Und zwar, ja, machen wir mit einer Vorschleife. VLD ist gleich 0. Und dann, also solange i kleiner ist als Max Versuche oder auch genauso groß. Plus. Dann übernehmen wir das hier alles. Aber eigentlich können wir dafür auch Versuche benutzen. Plus. Probieren wir mal aus. Okay, welche soll die höchstmögliche Zahl sein? 100? 5 Versuche. Versuch Nummer 0. Okay. 60 ist kleiner. 50 noch kleiner. 20 größer. 25. 30. Jetzt haben wir den fünften Versuch. Also quasi ja schon den sechsten. Das beheben wir gleich. Ha, 36, doch noch richtig geraten. Und jetzt gucken wir mal. Wir haben jetzt hier Versuch Nummer 0, weil der fängt jetzt hier bei 0 an zu zählen und daher haben wir 6 Versuche. 1, 2, 3, 4, 5. Und die Nummer 5 ist dann der sechste Versuch, weil wie gesagt immer an bei 0 zu zählen und dafür machen wir hier Versuche ist gleich 1. Probieren wir es nochmal. Mal wieder bei 1000, 100.
10 Versuche. Jetzt haben wir wieder das Problem, dass er als erstes anzeigt, dass die Zahl größer ist, weil einfach, das kann ich jetzt nochmal zeigen, was ich vorhin erklärt habe, weil wir jetzt bloß gucken, ob die Versucheanzahl größer ist als 0. Und weil die ja jetzt hier auf 1 gesetzt wird, prüft er schon mal die Nummer, die wir hier oben auf 0 gesetzt haben, damit es keine Probleme gibt. Prüft er jetzt, ob die 0 größer oder kleiner ist als die Zufallszahl. Die ist natürlich jetzt kleiner und deswegen wird gleich angezeigt, dass die größer ist. Das beheben wir jetzt auch gleich noch. 35 ist kleiner, 25. Oh, damit wir jetzt auch mal auf die 10 Tipps kommen. 10, 650. Ich mache das jetzt einfach nur, um zu gucken. Ob das auch klappt. Also wir haben jetzt hier 1. Ja, klappt wunderbar. Jetzt haben wir jetzt noch zwei kleine Problemchen, und zwar, dass er sofort am Anfang sagt, dass die Zahl größer ist. Und dass er hier jetzt sagt, auch weil wir auch, obwohl wir falsch geraten haben, herzlichen Glückwunsch sagt, wollen wir natürlich nicht. Ist ja ein bisschen unfair den Gewinnern gegenüber, trotzdem Glückwunsch zu erhalten. Also machen wir das wie folgt. Wenn Versuche größer ist als 1, damit sollten wir schon mal das erste Problemchen behoben haben. 100, 5 Versuche, erster Tipp, 10, fertig, klappt. Wird nicht mehr angezeigt. Und da machen wir jetzt auch noch eine kleine ist gleich random number. Dann kommt der Glückwunsch. Andernfalls sagen wir schade. Die zu erratende Zahl war 40. Gucken wir mal. Machen wir mal 20, 5 Versuche, 10 an. Oh. Schade, nicht geschafft. Es war 10. Aber 10 habe ich doch da oben eingegeben. Ja. Klar, da habe ich jetzt natürlich gar nicht dran gedacht. Und zwar, dafür zeigen wir aber auch mal jetzt die random Nummer an. Ups, nicht count, sondern damit wir jetzt das mal ausprobieren können. Auf 57, herzlichen Glückwunsch. Super. Fünf.
20. Schöpfen wir jetzt mal hier alles aus. Und schade, nicht geschafft. Die Zahl war 8. Okay, klappt wunderbar. Dazu erkläre ich jetzt nochmal eine Kleinigkeit, und zwar dieses Break. Das kennen wir ja auch aus Switch und Case. Und ja, ist ganz einfach, und zwar, wenn die Nummer mit der Zufallszahl übereinstimmt, dann springt der aus dieser Schleife raus, flupp, und geht dann direkt hier hin. Und dann sehen wir ja, Random Nummer ist gleich Nummer und die herzlichen Glückwunsch-Meldung kommt. Andernfalls springt er erst aus dieser Schleife, sobald wir die maximale Anzahl an Versuchen aufgebraucht haben. Und dann kommt die Schade-Meldung. Okay, und das war es erstmal soweit dazu. Was wir als nächstes machen, weiß ich noch nicht ganz genau. Das werden wahrscheinlich Funktionen sein. Sehr wahrscheinlich sogar. Und das werde ich auch gleich im Anschluss aufnehmen. Aber erstmal dazu, wenn ihr dazu noch Fragen habt, Verbesserungsvorschläge allgemein oder einfach sonstige Kritik, würde ich mich wirklich drüber freuen. Generell, ob positiv oder negativ, spielt gar keine Rolle. Wenn ihr Fragen habt, wie was funktioniert, oder wenn ich jetzt hier irgendwas übersehen habe, was irgendwie doch gar nicht so funktioniert, und was auch immer, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Kritik jeglicher Art ist erwünscht, in den Kommentaren oder einfach per Nachricht über YouTube, wie ihr wollt. Okay, dann wünsche ich noch viel Spaß. Könnt ihr auch gerne, wenn ihr jetzt noch mehr mit eingebaut habt, könnt ihr mir das ja gerne mal zeigen. Oder wenn ihr irgendwas anders gemacht habt, schreibt es doch in den Kommentaren, damit es auch die anderen Leute sehen. Und ja, okay, dann danke fürs Zuschauen, viel Spaß und bis dann.